So, ein neuer Tag, ein neues Workout. Wir haben heute ein 12-Minuten-MRAP und werden das Ganze abschließen mit ein bisschen Core Accessory. Zunächst einmal zum MRAP. Nachdem Max relativ viel Gymnastics Strict Strength gemacht hat, gehen wir jetzt weiter und wollen das Ganze einmal im Workout in die Tat umsetzen. Wir haben einen 12-Minuten-MRAP, wir haben 8 Handstand-Push-Ups oder Plank-Push-Ups von der Couch oder einem Stuhl, einem Hocker, was wir zur Verfügung haben. 12 Double Dumbbell Front Squats mit 22,5 und 15 Kilo oder mit Kettlebells, je nachdem was wir da haben, und 36 Double Under. Ja, MRAP 12, 8 Handstand Push-Ups, 12 Front Squats, 36 Double Under. Für diejenigen, die kein Equipment zur Verfügung haben, haben wir einen 12 Minuten MRAP, haben 8 Handstand Push-Ups oder Pike Push-Ups, das ändert sich nicht, haben 16 Air Squats und haben 20 Pogo Jumps over ein Odd Object oder ein Kleidungsstück oder was wir zur Verfügung haben. Das Ganze hier haben wir vorbereitet in meiner Jacke. Pogo Jump ist im Endeffekt nichts anderes. Ich springe hin und zurück, das ist eine Wiederholung. Eins, zwei, okay, bis wir 20 haben. Gut, also für diejenigen ohne Equipment, 12 Minuten MRAP, 8 Handstand Push-Ups bzw. Pike Push-Ups, 16 Air Squats und 20 Pogo Jumps over Odd Object, Obstacle, Kleidungsstück, was wir da haben. Ja, macht es euch bei den Pogo Jumps nicht so hoch. Wir wollen relativ gut die Double Under Höhe imitieren, also reicht dann ein Kissen oder, wie gesagt, Kleidungsstück, eine Wasserkiste oder ähnliches wäre schon zu hoch. Wenn wir mit den MRAPs fertig sind, haben wir noch ein bisschen Core Accessory. Wir haben 3x20 Tuck-Ups und 20 Side Plank Raises. Bei den Tuck-Ups wichtig, ja, wir liegen uns hin, wir haben die Füße gerade, ja, Hände im Kopf, hinterm Kopf, gehen hoch, Schritt und Ziel. Ja, wir gehen ums Knie rum. Hervorragend. Dann postet eure Scores wie immer in die Kommentare und ich wünsche euch viel Spaß.